Gott zum Gruße und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es gab wieder ein bisschen Zuschauerpost und da schauen wir heute rein, was ich bekommen habe. Jetzt fahren Sie doch endlich Ihren Wagen da weg, Mensch! Dann haben wir hier folgendes Paket. Das kommt von Harald aus Frankfurt M, also wahrscheinlich Frankfurt am Main. Liegt schon ein paar Tage hier, deswegen, lass mich da jetzt endlich mal reinschauen. Hallo Philipp, habe viele, viele Videos von dir geschaut. Du bist immer vor bei der Sache. Noch ein Sparfuß möchte dir auf diesem Weg etwas schenken. Haben wir mir neulich einen CPU-Killer gekauft, der aber nicht passte. Die Backplate von Intel passte auch nicht auf mein altes Asus B85. Vielleicht kannst du die gebrauchen und bei irgendeinem PC-Zusammenbau verwenden. Viele Grüße, Harald. Ja, danke schön. Okay. Ach, Hyper 212 X. Also ich habe diese Kühler schon des Öfteren mal verwendet und eigentlich passen die wohl. Sind noch mehrere Befestigungen dabei. Oh, und hier liegt noch was drin. Eine Nähnadel. Ja, die packe ich mal hier bei mir hin. Die brauche ich immer mal wieder, um irgendwie was zusammenzudrücken und ein klitzekleines Loch irgendwo reinzupacken. Und ein Schräubchen haben wir hier auch noch. Höchstwahrscheinlich von irgendeiner Festplatte, aber man weiß ja nicht. Ja, dann lasse ich die Kamera doch mal ganz faul hier dran. Hier haben wir den Kühler drin. Cooler Master, ja. Aber, also es gibt 212, 212 Evo und die X-Variante müsste ich tatsächlich mal schauen. Support für all diese Sockel, also eigentlich fast alles bis auf jetzt. Ja stimmt, AM5 würde fehlen, 1700, aber okay. Dann haben wir das hier, Cooler Master auf jeden Fall, Befestigungszeug 1. Dann noch zusätzlich diese Teile hier zweimal, um auf der anderen Seite auch noch einen Lüfter zu befestigen. Ach, und das sind zusätzliche Montagekits. Hier steht jetzt nichts drauf und hier steht Montagekit für Sockel 1700, also haben wir hier tatsächlich doch alles. Aber eigentlich müssten die passen. So, und das Teil hier habe ich auch letztens mal irgendwo bei einem Cooler Master Kühler, glaube ich, gesehen. Wenn mich nicht alles täuscht, dürfte diese Stellung AM3 sein und diese hier... Ah, weiß ich nicht, müssen wir nachschauen. Was hat er hier geschrieben? Die Backplate von Intel passte einfach nicht auf mein altes Asus B85. Ich habe, glaube ich, so ein ähnliches Board. Ja, also 3 von 4 Schrauben sind schon mal drin. Und nun einmal Nummer 4. Also ich habe jetzt noch nicht in die Anleitung geschaut, aber es macht eigentlich nur so Sinn, weil das hier so ein bisschen angehoben sein muss und auf der Unterseite so ein Zentimeter dick zusätzlich noch da drauf. Das macht man meistens nicht. Dann haben wir noch dieses Teil hier mit dabei, um die Mutter vielleicht festzudrehen, festzuhalten. Ganz, 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 ganz wichtig, das hier abziehen. Habe ich schon öfter mal gesehen, dass Leute das einfach vergessen haben und sich vermutlich dann später wundern, warum ist denn die Kühlleistung so nicht gegeben? Und draußen ist jetzt wieder Land unter. Aber ich gebe tatsächlich zu, dass hier ist keine schöne Befestigung für den Kühler. Also es geht natürlich, ja, aber dann musst du das hier festhalten. Dann haben wir dort eine Nase. Jetzt geht er durch. Ich bin sehr ungeduldig die letzten Tage. Vorher hätte ich natürlich noch abnehmen. Hey. Mann. Ich bin in Eile, siehst du das nicht? So, Kühler ist drauf. Und woran hattet ihr Lehen? Schau mal hier, das Teil war noch frisch eingepackt und wurde nicht verwendet. Ich habe jetzt gerade tatsächlich mal in die Anleitung geschaut. Ich habe es zusammengebaut, es hat nicht gepasst und ich habe mir direkt gedacht, ja, da passt was von den Abständen nicht. Einmal haben wir ja hier dieses Bauteil und da muss noch diese Plastikkappe dazwischen, dass das Bauteil eben ein paar Millimeter weiter höher hängt, damit die Schrauben überhaupt vernünftig packen können. Und deswegen hat das wohl nicht vernünftig funktioniert. Ja, das Board wollte auch gerade nicht starten. Also das ist eins von mir. Das war, glaube ich, mal das erste Mainboard in meinem Wand-PC in Omas Kneipe. Video dazu gibt es hier oben. Und manchmal wollte das nicht. Ja, ich habe jetzt BIOS-Batterie einmal gewechselt und anderen Arbeitsspeicher. Dann ging es auch. Und die Karte wollte ich noch einmal prüfen, ob sie noch hochfährt. Die lag nämlich oben auf dem Drucker. Und ich bin da irgendwie so ein bisschen dran gekommen. Da ist der Drucker so ein bisschen in die Richtung und alles, was da drauf lag, ist runtergefallen. Aber die Grafikkarte hat es überlebt, wurde ein bisschen gut gepolstert. Zudem ist er auch auf dem Teppich gelandet und nicht ganz normal auf dem Boden. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich hatte mir auch vorgenommen, die einzupacken, aber habe ich irgendwie nicht gemacht. Und jetzt sieht man, was dann passiert. Ah, die wurde auch erkannt. Sehr schön. Und es gibt auch keine Bildfehler. Das ist sehr gut. Ich lasse das trotzdem einmal kurz durchlaufen, nur für mein Mindset, weil ich ansonsten... Na, ich will mal wissen, dass meine Teile funktionieren, damit sowas nicht passieren kann, dass ich irgendwas zusammenbaue. Und ich dann auf einmal feststelle, oh, da funktioniert irgendwas nicht. Und dann Diagnose hier, gucken da und warten lassen und so. Und jetzt gerade habe ich da Zeit für, deswegen lasse ich die nochmal eben kurz durchlaufen. Und ich habe Hunger. Muss mir ein Brötchen machen.
Ob man das hier wirklich als Zuschauerpost bezeichnen kann, weiß ich nicht. Ich hatte ja demnächst, glaube ich, den iMac G4 oder G5 oder sowas, dieses Lampendesign, dort verlost. Hatte ich von einem Zuschauer mal bekommen, aber da hatte ich absolut keine Verwendung für. Dann habe ich halt gesagt, ja, kann man sich hier in Rheine abholen. Dann hatte derjenige, Finn hieß er, glaube ich, der es abgeholt hat, mir noch das hier mitgegeben. Das wäre einfach nur, oder ist, glaube ich, einfach nur der Kühler. Warum steht hier Be Quiet drauf und hier Alpenföhn? Weiß ich jetzt nicht. Aber ja, okay. Ist aber wohl ein Riesenteil. Sogar mit Seriennummer. Ganz, ganz wichtig, dass ein Kühler eine Seriennummer hat. Und hier steht wieder Be Quiet. Okay. Oh, toll. Und draußen fängt es wieder an zu regnen. So, das funktioniert schon mal. Ist das überhaupt die richtige Befestigung dafür? Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Backplate. Fokus, würdest du bitte? Der fokussiert die ganze Zeit dahin. Lass es. So, jetzt fokussiert er auch hier drauf. Manchmal denkt er sich wohl, oh, da ist ein Gesicht, das muss ja wichtig sein. Da würde ich jetzt mal ganz stark behaupten, dass man das Teil einfach hier unten reinsetzt oder so irgendwie. Dann befestigt man dieses Teil einmal hier rüber zur Seite. Und anschließend kann man dann hier das Teil festschrauben. Warte, ich versuche das mal eben. Es sieht dann in etwa so aus am Ende, aber wenn man schon ein paar PCs und Kühler in der Hand hatte oder so, dann weiß man eigentlich, wie die größten Teils zusammengebaut sind. Und ich finde es manchmal ein bisschen umständlich, aber eigentlich, ne, ist nur ganz wichtig, wenn man solche Abstandshalter hat, dass die Abstandshalter natürlich dann von oben aufs Mainboard kommen. Also quasi Schraube durch, die Backplate hier nach unten, dann das Mainboard, dann der Abstandshalter und dann die Befestigung hier für den Kühler so an sich. Nochmal ein kleiner Einwurf zum letzten Video, das habt ihr vermutlich alle wohl gesehen, hat ein paar mehr Aufrufe gekriegt, das da verlinke ich hier oben mal, wo ich von einem Opa angemeckert wurde und über schwierigen Kundenkontakt gesprochen habe. Da hatte ich auch erwähnt, dass ich mit einem Käufer geschrieben habe, der wollte einen PC haben, hatte doppelt und dreifach dieselben Fragen irgendwie gestellt, Fragen gestellt, dessen Infos allesamt in der Beschreibung stehen, warum schreibe ich das da überhaupt rein? Der hat den Preis ausgemacht, der hat gesagt, würde er überweisen, das war am Freitag. Ich meine, gut, dass das Geld bis Sonntag oder Montag nicht ankommt, vielleicht Montagnachmittag, ist mir klar, weil wenn man keine Echtzeitüberweisung macht, dann dauert das. Hat er mir gerade geschrieben, so ja, können wir doch nochmal 20 Euro weniger machen und Versand geschenkt, er hätte nicht mehr. Ich habe gesagt, sorry, was soll das, wir haben den Preis ausgemacht, du kriegst den PC ganz sicher nicht. Ich meine, über den Preis haben wir vorher verhandelt, das war okay gewesen, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe wirklich nicht mehr. Der wollte, glaube ich, den Versand geschenkt haben, WLAN-Adapter. Sorry, also irgendwann, ne, für insgesamt, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Euro stelle ich mich hier keine 2 Stunden hin, bastel da irgendwas zusammen und gebe am Ende auch noch Garantie auf den Kram und bezahle vielleicht auch noch Rückversand, damit das halbwegs angenehm ist für denjenigen, der was kauft, wenn wirklich was kaputt geht. Also das tut mir echt leid. Und da hätte man auch drüber sprechen können, weil wenn es dann wirklich nicht passt, dann kommt die HDD da eben raus oder gibt halt keinen WLAN-Adapter on top oder sonst irgendwas. Aber so weiß ich jetzt echt nicht. Also ganz ehrlich. Aber was ich hier gerade tue, einen anderen PC, der hatte ich fast so komplett gekauft. Der hat LED-Beleuchtung bekommen, eine Festplatte, nochmal neue Wärmeleitpaste, irgendwie 1, 2 Adapter anders. Genau, der Lüfter da hinten, der war tatsächlich ein ARGB-Lüfter, aber nicht an ARGB angeschlossen, weil er kein Controller drin war. Und da habe ich mir gedacht, komm, packe ich da einen schwarzen Lüfter rein. Ich habe da ja schon die LED-Leisten und da habe ich einen beleuchteten Lüfter mehr für irgendwas anderes. Vielleicht kommt da noch ein DVD-Laufwerk oder Brenner rein. Das überlege ich mir gleich noch. Und da war sogar eine Windows-Lizenz dabei. Allerdings war Windows 10 Pro installiert und der hat mir gerade eben gesagt, dass eine Lizenz für Windows 11 oder Windows 10 Home aktivierbar wäre. Und dann habe ich jetzt eben Windows 11 Home installiert und sehe da kein hässliches Wasserzeichen mehr. Aber dazu gibt es ja eigentlich PC-Building-Block. Dann irgendwann bestimmt wieder. Dann haben wir folgendes Paket hier, das kommt von Tore aus Negenborn und ich meine, ich hätte schon mal was aus Negenborn gekriegt. Ich weiß nicht, ob es von dir kommt, kann auch gut sein, dass du eine Mail geschrieben hast oder so, aber ich gucke da zumindest in der Woche nicht jeden Tag rein. Also ja, aber da steht Engelbert Strauß drauf oder zum Beispiel, ja, Strauß ist halt genau das. Ich weiß halt, dass das, glaube ich, sehr, sehr viele Betriebe die Arbeitskleidung brauchen für was auch immer. Sowas hat man da, glaube ich, oder? Ist das irgendwie so State of the Art, dass das halt das Premium-Zeug ist oder ich habe da noch nicht so nachgeschaut. So, erstmal vernünftiges Licht hier angemacht. Da haben wir einmal das alles, war in dem großen Karton, ne? Guten Tag Philipp, die Sachen sind bis auf die OVP-Lüfter und den 6700K alle getestet und funktionieren. Solltest du das doch von entsorgen müssen wollen, melde dich bitte bei mir, dann erstatte ich natürlich die entstandenen Kosten. Was? Nein, sowas müsst ihr nicht tun. Ansonsten viel Spaß mit den Sachen. Es ist die ein oder andere Perle dabei zu den Mäusen. Diese wurden von mir ein- bis zweimal benutzt und dann in Form
Und dann wegen ihrer Form in die EDV-Kiste gelegt. Handynummer und E-Mail mache ich da jetzt mal unkenntlich, hoffentlich. Das habe ich gerade nicht gelesen. Viel Erfolg im Job und Leben, Tore. Ja, danke schön. Dann wissen wir schon so ein bisschen, was Sache ist. Guck dir das mal an. Warum ist das schon wieder so dreckig, diese Oberfläche hier? So schlimm war das noch nie. Ja, das habe ich eben kurz einmal mit aufgeschnitten, damit ich das jetzt vielleicht besser inspizieren kann, was da so drin ist. Ah, Lüfter, wer hätte es gedacht? Von Enermax. Und die scheinen, glaube ich, beleuchtet zu sein. Scheinen im wahrsten Wortsinne. Oh, nee, doch nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Dann haben wir hier das. Das könnte ein PC Express Riser sein. Dann haben wir hier die Verpackung einer GT 730 von Zotac. Und noch ein paar modulare Netzteilkabel. Die könnten vielleicht... Ah, nee, die passen leider nicht zu dem letzten Netzteil. Wenn das ein und dieselbe Serie ist. Weil es gibt ja 500 verschiedene Größen und Anordnungen. Aber irgendwann wird man die immer mal gebrauchen. Dauert halt immer nur 2 Jahre oder so, bis man da mal Glück hat. Was haben wir hier? Ein Bluetooth-Adapter von TP-Link. Das ist der Standard-Boxkühler. Du willst ja aber auch ums Verrecken so nicht raus mit einer Hand, ne? Weil das jedes Mal verkantet. Hier hat man eine Intel-CPU in einer AMD-Kiste versteckt. 6700K, ja, den könnten wir testen. Wahrscheinlich hat er da dann kein passendes Mainboard für gehabt. Und wie es aussieht, ist dann hier einfach nur der Kühler drin. Vor einem Jahr oder sowas hätte ich so ein Teil echt nochmal gebraucht. Aber ja, TP-Link ist halt eine Marke, die man kennt. Und wenn ich mir irgendwie sowas besorgen würde, so einen Bluetooth-Empfänger, da habe ich tatsächlich einmal irgend so einen Mist gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, Bluetooth-Empfänger, ich brauche halt nur irgendwie Bluetooth, da kann es auch das billigste 1-Euro-Teil sein. Ich brauche aber Bluetooth 4 oder 5.0 mindestens für das, was ich ausprobieren wollte, habe dann aber doch gemerkt, na komm, ich kann es euch zeigen. Ich habe ja hier das Schnittboard für das Schnittprogramm, logischerweise, ne? Und das Teil hat auch Bluetooth, aber ja, hat irgendwie nicht funktioniert, wurde nie erkannt. Und dann habe ich gegoogelt, geschaut, gemacht, getan und dann, ach ja, wir brauchen eine neuere Bluetooth-Version dafür. Gut, okay. Problem ist allerdings die Latenz, beziehungsweise, oder ja, Latenz, eben die, wenn ich hier auf Play drücke, dann dauert das ein paar Millisekunden und das merkt man halt und sowas stört mich extrem. Ja, so viel dazu, das ist das Erste, was mir da eingefallen ist. So, Dark Power Pro 11. Ah, jetzt wissen wir auch, wo diese kleine Kiste herkommt. Ja, hier ist tatsächlich das Netzteil drin. Teilmodular, wie die Experten jetzt sagen, wenn man sich gedacht hat, nee, das Kabel hier machen wir permanent, das braucht ja sowieso jeder. Und dann dürften da wohl die ganzen Kabel dafür drin sein. Oh, sind aber viele, mein lieber Mann. Es ist mir gerade das Ding hier noch aufgefallen. Wurde anscheinend nie benutzt. Das ist so ein Schalter, da steht OCK drin. Dran. In der Anleitung steht irgendwas von, ja, irgendwo in der englischen Abteilung stand das, dass dann alle Rails zusammen auf eine geschaltet werden. Ich kann mir vorstellen, dass wenn es dann Spannungsspitzen gibt oder wenn dann ein Gerät auf einmal ganz viel Leistung zieht, dass dann das eventuell zu viel ist für eine Rail, deswegen packt man die alle zusammen. Wage zu behaupten, dass das aber niemandem wirklich was bringt, oder? Und in den beiden anderen Kartons gab es einmal das hier. Das ist auch wirklich das, was draufsteht, nämlich der Kühler. Be Quiet Shadowrock 3 und eben das hier war in dem anderen kleinen Karton drin, noch ein weiterer von diesen Endermax Lüftern. Das hier ist ein Festplattenadapter für Laptops, da kannst du dann hier noch eine zusätzliche Festplatte einbauen, wenn du das DVD-Laufwerk nicht benutzt, was eigentlich auch voll schlau ist, dann kannst du da meistens dann zwei SSDs drin betreiben oder eine klitzekleine SSD und dann die originale 500 GB Platte oder so, brauchst Daten dann nicht rüberziehen oder so. Finde ich ganz praktisch. So, dann haben wir hier noch zwei Mäuse, Logitech G603. Gibt es hier für einen Empfänger? Muss ich gleich mal schauen. Und dann noch das hier. Ockert Kova, ja, so eine typische bei Mediamarkt kaufbare Maus, oder? Aber das trifft sich eigentlich ganz gut. Ich brauche nämlich hier eventuell eine andere Maus, weil die manchmal auf dieser Oberfläche nicht vernünftig reagiert. Und das nervt. Hier haben wir noch Arbeitsspeicher, DDR3, 4x4 GB. Ja genau, die habe ich schon. Glaube ich, ein Halterungskit für eine vertikale GPU-Befestigung, passend zu dem PC Express Riser da vorne. Ach, und das hier, der Bauer, dürfte ein D-Lading-Kit sein für irgendwas. Für was denn bitte? Steht das hier irgendwo mit dabei? Nö. Ja, wofür? Irgendwie so ein kleiner Zettel oder so da drin vom Hersteller oder was es tut, für welche Sockel? Hätte man mal machen können. Oder das hier einfach einscannen. Die Maus habe ich jetzt ausprobiert hier am PC, scheint auch zu klappen, allerdings kann ich nicht scrollen. Ne? Ich möchte jetzt nach unten scrollen und der pimmelt da einfach so ein bisschen rum, weiß ich jetzt nicht. Und Logitech Options habe ich als erstes runtergeladen. Ich finde das so dumm, ne? Du installierst dir eine Software, möchtest damit eventuell die Maus einstellen. Ich habe da nichts gefunden, die Software hat diese Maus auch nicht gefunden. Und ich habe die Software installiert und die Software leitet mich dann weiter zu dieser Webseite hier, wo dann irgendwelche Empfänger
gescannt werden sollen auf einer Webseite. Warum installiere ich mir eine Software und werde dann zum Webbrowser weitergeleitet? Da hätte ich die Software gleich weglassen können. Und natürlich wollen die auch, dass ich mich dann mehrfach anmelde. Ich wüsste jetzt aber nicht, warum ich das tun soll. Ich will doch nur meine Maus einstellen. Letztendlich hat es mit G-Hub hier geklappt. Der fragt jetzt wahrscheinlich auch wieder, ob ich mich anmelden möchte, was ich nicht tun möchte. Ich möchte doch nur meine Maus einstellen. Desktop Standard, ja, man kann... Ah, ich habe Einstellungsmöglichkeiten gefunden. Die Maus zuweisen? Nee, nicht Empfindlichkeit, irgendwas anderes. DPI-Wechsel, primäre Klickfunktion, Mittelklick kann ich einstellen, ja, aber scrollen. Ja, sowas. Standard G-Shift. Was ist G-Shift? Funktioniert bei G-Shift die Scrolling-Funktion? Na, nicht so wirklich. Ja, sehr schade, die Maus ist leider kaputt. Also die Bluetooth-Funktion habe ich auch probiert, die funktioniert auch. Hier ist tatsächlich ein Dongle dabei gewesen, das kann man dann da reinstecken. Und ich habe hier bei AliExpress letztens Akkus bestellt, ne? Also Doppel-A mit 1,5 Volt. Ich kenne die normalerweise nur als 1,2 Volt. Guck dir mal an, mindestens 3 Stück davon sehen schon so aus. Die habe ich einmal aufgeladen. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Irgendwo hier sollte auch noch eine dritte davon rumschwirren. Oder die ist runtergefallen. Oder weiß ich nicht. Ist das gut? Habe ich die jetzt überladen dadurch, dass... Aber das Ladegerät erkennt ja eigentlich, wie die geladen werden können. Deswegen weiß nicht, wie das funktionieren soll. Hat da jemand eine Erklärung zu? Bitte. Oder einfach nur ein Stichwort, wonach ich googeln soll. Do not open, do not insert incorrectly. Um einmal das Geheimnis zu lüften, was das ist. Das ist ein Der Bauer Dilett Die Mate 2. Kompatibel mit, das steht hier erst ganz unten. Da, schau. Dann haben wir hier noch dich. Da sind tatsächlich 2 Grafikkarten drin. Zumal die GT 730. Ja, die ist, glaube ich, wohl noch relativ beliebt. Und die eine da, die habe ich auch schon. Die liegt hier als Testgrafikkarte für fast alles Mögliche, weil es eben die kleinste Karte ist, die ich habe. Und dann habe ich das Zettelchen gerade noch gefunden. Das gehört wohl dazu. Das ist kein vertikales GPU-Mounting-Kit, sondern ein Befestigungskit für 2 Lüfter unterhalb der Grafikkarte. Das ist voll schlau. Das hätte ich letztens gebraucht bei Fix My PC, glaube ich. Ne? Videos hier. Da hatte ich ja die Grafikkarte und da haben die Lüfter gefehlt und so fuschehaft festgemacht und ja, ne? Da hätte sie das Teil nehmen können, einfach da drunter setzen, alles gut. Sieht dann auch nicht kacke aus, weil, ja, sieht zumindest ein bisschen besser aus, weiß ich jetzt nicht, hätte funktioniert. Das ist halt praktisch, ich bin sehr überwältigt davon, gerade zu sehen, dass es so etwas gibt. Da denkt man ja auch nicht dran, dass man sowas kaufen kann. Deswegen, ne, kleine Empfehlung. Und um dann einmal die CPU zu prüfen, habe ich mir das billigste Mainboard genommen, was ich finden konnte. Das hat nämlich noch DDR3, dann können wir den Arbeitsspeicher auch gleich mit testen. Das Netzteil. Geh mal an. Ja, was hiervon ist das Frontpanel? Ich schätze mal die beiden. Ja, es wäre vielleicht schlauer gewesen, wenn man nicht weiß, ob irgendwas funktioniert, da einen Netzteiltester dran zu klemmen. Aber das ist ein Be Quiet Netzteil, vernünftiges mit 80 plus Platinum. Also das wird mal sehr teuer gewesen sein. Da gibt es ein Bild, ist schon mal gut. Mach mal weiter. Ich sagte, mach mal weiter. Danke. Und deswegen vertraue ich den Dingern da wohl, dass er jetzt kein 10 Jahre altes Netzteil oder sowas. Und erfreulicherweise, herzallerliebst, wie ich so gerne sage und wie irgendjemand immer mal wieder kommentiert, funktioniert die CPU jetzt hier auch nach dem Cinebench-Test. Ist schon der zweite. Ich habe mal eben die anderen beiden 8 GB Riegel auch noch mit reingepackt. 826 Punkte. Ja gut. Habe ich mit dem 4770K auch schon geschafft. Allerdings mit Overclocking würde ich jetzt mal behaupten. Ja, 4,4 GHz ist kein Standardtakt beim 4770K, alles klar. Ja, sehr schön. Das speichern wir auch mal. Ja, mach mal. Dann sind wir damit durch. Es gibt noch das Paket hier, das kommt von Christian aus Dingelstedt. Da gibt es Dinge oder Dingeln, wenn Dingeln irgendetwas ist, was man besitzen kann oder tun kann. Ganz so wie es aussieht, ist es eventuell ein Gehäuse. Aber ich kann mir vorstellen, dass da noch was drin liegt, weil so schwer für so ein kleines Gehäuse kann ich mir nicht ganz vorstellen. Obwohl kann ich mir schon vorstellen, aber wir wissen natürlich, ich schaue rein, ja. Und ja, es ist tatsächlich ein Gehäuse, nämlich dieses hier von Bitphoenix tatsächlich dann doch wohl, also nicht das, was drauf stand. Und das ist auch wohl was etwas Selteneres. Das ist nämlich die NVIDIA GeForce GTX Edition von dem Ding. Allerdings kann man das Gehäuse momentan nicht benutzen. Vielleicht fällt es schon auf, also so vom Lichtschein. Das hier ist ne extrem klebriges Soft-Touch-Plastik. Und ich hatte schon mal ein anderes Bitphoenix Gehäuse, war da stundenlang am Machen und am Tun und es wurde einfach nicht besser. Kannst du nirgendwo mehr hinstellen. Vor allem, wenn da einmal Staub drauf landet, ne, dann bekommst du den Staub auch nicht mehr ab. Sehr, 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 sehr schade. Ja, ich weiß es wirklich nicht. Warum haben die Hersteller sich gedacht, ach ja, das machen wir mal.
War ja auch beim Golf 4 oder sowas gewesen, dass man das Soft-Touch-Plastik und so eingebaut hat. Und es ist einfach nur ein Graus. Vielleicht mussten die Hersteller das auch erst lernen. Ich weiß nicht, wie alt dieses Gehäuse ist. Ansonsten wahrscheinlich ein echt schönes Gehäuse, aber hatte meine Ex-Freundin irgendwie bei ihrem Golf so gehabt, dass sie die Teile mit Backofenreiniger bearbeitet hat. Vielleicht funktioniert das ja, aber dann muss ich hier wahrscheinlich auch die grünen Gitter abmachen. Mal schauen, ob ich das mache. Zudem war dann auch noch dieser Karton mit dabei. Das waren oder sind einfach nur 3 RGB-Lüfter, würde ich so schätzen. Oder ARGB besser gesagt. Mit diesem Controller von Cool Moon. Kennt man, glaube ich. Gibt es auch mit Sicherheit bei eBay hier und da zu kaufen. Die Teile sollte man nicht verlieren. Aber jetzt, wo ich diesen Anschluss hier sehe, ich glaube, ich habe irgendwann mal einen Lüfter gekriegt mit genau dem gleichen Anschluss hier. Vielleicht kann ich den ja damit dran betreiben. Also das ist nichts anderes als normales RGB oder ARGB. Allerdings muss man das Pinout wissen davon. Ich informiere mich mal, wie das ist mit dem Backofenreiniger, ob das wirklich funktioniert. Weil alles mögliche Abschaben mit Isopropanol hier dran und so, das macht man nicht. Hab gerade dazu nochmal Onkel Google befragt. Ja, Backofenreiniger ist tatsächlich dafür irgendwie geeignet. Also vielleicht fahre ich morgen ist Montag einmal zu irgendeinem Geschäft oder bestell mir irgendwie sowas und versuche das dann mal. Hier ist das ja wohl ein bisschen einfacher als bei dem anderen Gehäuse, weil bei dem anderen Gehäuse waren dann auch noch überall Knöpfe mit dabei. Also mir ist auch gerade aufgefallen, hat der Vorbesitzer sich wohl gedacht, ja, Kopfhörer und Mikrofon benutzt er gar nicht, genauso wie die Power-LED. Das Kabel ist einfach nicht dabei. Vielleicht gab es auch da schon eine spezielle Ausführung, dass man das nicht hatte. Ist aber eigentlich auch egal. Ich benutze Kopfhöreranschlüsse am Gehäuse vorne eigentlich eher selten bis nie. Hier sind die 3 Lüfter, die funktionieren auch und man kann tatsächlich auch die Lüftergeschwindigkeit ändern und nicht nur die Geschwindigkeit der Beleuchtung. Und der Controller ist auch beleuchtet. Weiß ich jetzt nicht, warum man das tun sollte, aber ja gut, wenn es leuchtet, ist ja in Ordnung. Dann gucken wir mal, ob morgen noch ein Gehäuse kommt, ansonsten schneide ich jetzt schon mal. Und dann, ja, müssen wir gucken. Nö, kam erstmal so nichts Neues, aber ist ja auch gar nicht schlimm. Ich werde gleich einmal losfahren und mal schauen, ob ich hier irgendwo Backofenreiniger bekomme und dann noch ein separates Video dazu machen, ob ich das Gehäuse wieder vernünftig bekomme, beziehungsweise, ja, also man kann es jetzt benutzen und man kann es auch noch anfassen, aber es wird mit der Zeit ein bisschen schwieriger oder beziehungsweise immer noch ein bisschen klebriger und dann sammelt sich wirklich Staub da dran und dann sieht das Teil aus, als hätte man, weiß ich nicht, so ein bisschen Butter da drüber geschmiert und dann noch drüber gekrümelt oder so. So halt wie eine Tastatur aussieht, wenn man die 2-3 Jährchen benutzt hat oder so ein Mauspad oder so, wenn man auf dem Schreibtisch hier gefrühstückt hat. Zumindest stelle ich mir das so vor. So möchte man eigentlich nicht, dass sein Gehäuse aussieht. Deswegen kann das eventuell auch helfen. Vielleicht auch anderen Leuten. Wenn es denn tatsächlich funktioniert mit dieser einen speziellen Marke, ich schätze aber, ich werde einfach das günstigste nehmen, was sie da haben. Na, und wenn es nicht funktioniert, dann eben nicht. Müssen wir dann einfach mal schauen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschicken der Teile, fürs Zuschauen. Ja, wenn euch noch was einfällt oder so, lasst es mich gerne wissen. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.